Thank you.
Thank you.
Thank you.
Autor. Den Fuß und Interpretation. Verwandte Wörter. Ähnliche Bedeutung. Die Stimme des Mittelalters ist zu hören. Wie die Farben und die Gerüche einer Viola, die hereingebracht wird. Durch den ständigen Wechsel sind unsere Grenzen verschwommen. Punkt. Die Nachahmung wurde verbreitet und ist zur Gewohnheit geworden. Die sich immer wieder regen der jeden Verhalt und der Nerv, der alles wieder erneuert. Stillstand ist tot. Ich spüre in meinem Körper immer eine Bewegung. Auch Dinge, die nicht in Verbindung zueinander zu stehen scheinen, haben Gemeinsamkeiten. Weil der Prozess von Interpretation und Anwendung immer Gesetze beansprucht, werden sie in Zukunft wohl abgeschafft werden. Die Wahrheit in uns und die Lüge außerhalb. Museum und Friedhof. Ansicht und Beschränkung. Einheit und Zerstörung der Stereos, der sich in den Mineralien verbirgt. Ähnliches stößt sich an und Verschiedenes zieht sich an. Du bist niemand und durch deine Verwandlungsfähigkeit kannst du jeder werden. Wer du auch strandest, du bist immer du selbst und beschränkt. Aber immer mit dem Universum verbunden. Die schmelzende Vergangenheit und die Zukunft, die auf uns herunterwinkelt. In der riesigen Bibliothek, dessen Wesen nicht gefunden werden kann, kommen nur individuelle Produktnamen zum Vorschein. Wo ist die wichtige Wahrheit geblieben? Wo ist sie? Mit wem sprichst du? Es ist klar, dass jemand sie versteckt. Nur auffällige in handlose Schilder und als ob die Haut wichtiger als die Gedanke wäre. Ein Lagerhaus für Metapier und Kunstschreibung. Diese Metapier und Kunstschreibung verdecken die traurige Wahrheit. Ein Metaphervorhang wie ein Omlade. Und die Metamitten ausdrücken versunkene, von den Erwachsenen nicht mehr gesehene Wahrheit und weisen die Titel ergrausam und scharf hin. Die Gewohnheit, die als Nachahmung begann, scheint unfehlbar zu sein. Die Zeit, in der die Lüge einen höheren Rang einnimmt als die Wahrheit. Ein rundes Dreieck, ein helles Schwarz, ein bitterer Zucker. Die Zerstörung einer abgenutzten Kultura. Die Wörter, die Realität und Einbildung zerreißen. Die Lüge nähert sich nach und nach der Festsetzung als Wahrheit an. Sich gegenseitiges abprallendes Leben zu sammeln. Versinnspiel. Einbildungsband zu werfen. Eine Geschichte von einer fröhlichen, traurigen, gelben Gefahr. Die letzte Stunde, in der das bis dahin Erfahrene wie ein Kristall erscheint. Lernen beinhaltet auch immer sein Selbst zu zerstören.
einem Individuum in Zellen teilen, so generiert das sich immer weiter neue Zellen. Der Vermittler, um ins Herz sehen zu können. Die Technik hat ein Spiegel des Herzens. Die Gemälde und die Musik hat ein Werkzeug für die Wissen an sich. Zwischen Schlafen und Beten. Die Zukunft im Traum. Eine Odyssee der Einsamkeit und das letzte Ziel der Reise. Möglichkeit und Zukunft. Unerreichbare Vergangenheit. Bedeutung und Verkettung. Eine zufällige Begegnung lässt das Vergessene von immer wieder aufkommen. Und da der Einheit geht, zeigt wieder auf. Man geht zu der Wiedervereinigung der durch unbedeutende Einteilungen und Wendungen durchschnittenen Zellen. Ein gesichtsloser und eine Existenz ohne Bundes. Inneres und Äußeres. Bundes und Grenze. Flüchtige Informationen. Widerhallende Funktion. Die Bewunderung von freien Grundstücken. Es ist kein Kompromiss, keine Versöhnung und keine Aufregung. Es ist die Übereinstimmung, die der Vorderseite entgegensteht. Die glänzende Schicht der Oberfläche und die grüne Wand zu erklimmen. Am Ende, das wir nicht sehen können, gibt es doch irgendwie eine Vorahnung einer Grenze. Was für einen Sinn hat es, dass die Organe eines anderen und mein Körper vermischt werden? Die Konfrontation der Götter wie neidisch auf die Menschen sind und deren sie sich verstecken. Der Füller, den ich in der Bibliothek vergessen habe, ist in seiner Brusttasche zu sehen. Das weggeworfene Fahrrad wird gekügelt und von den Nachbarn benutzt. Darstellung und Beschreibung, die Vergänglichkeit der Oberhaut, alles kann aus dem Inneren gehört werden. Der Weg von der Innenschau zur Einheit. Kurz vorm Sterben. Als ich am Bahnhof ankam, ist der Zug gerade weggefahren. Wir können uns wohl nicht mehr treffen. Du bist immer anders als ich. Aus dem alten Stadtbild erklingt die Stimme der Vergangenheit. Die Bronzestatue von Susanus aus Koblenz, die ich zufällig gefunden habe. In den Büchern befindet sich nur ausgewählte Vergangenheit. Die weggeworfene Vergangenheit kennt niemand. Das Lesen und der andere. Das Hören und Aufklärung. Das abgenutzte Herz. Geistesabwesen stehen und beten. Die Grausamkeit namens Zeit, die Traurigkeit namens Ende, die Schwierigkeiten mit dem anderen, den man sich nicht mitteilen kann. Sich auf ihre Hightech-Geräte verlassen, laufen alle geschwind herum. Alle in der Stadt scheinen zufrieden zu sein. Ein merkwürdiger Anblick. Ich
Ich bin nach Zwickau gefahren und habe in der Bahnhofsumgebung einen Spaziergang gemacht. Aber später wusste ich, dass es nicht Zwickau, sondern Chemnitz war. Ganz ohne Schilde war ich einige Stunden in diesem Irrtum dort. Aber es war vielleicht gut so. Das Problem zwischen Erkenntnis und Glauben. In seine Einzelteile zerstreute Dinge schweben in der Luft. Die Wissenschaft der Bewusstseinserfahrung. Der Innenschau. Buchstaben und Reise nach den Regeln.